Im Rahmen der neuen AP 1417 gibt es ja seit 2014 Beiträge für reduzierte Bodenbearbeitung, unter anderem für Mulchsaat. Mulchsaat ist eine ganzflächige Bearbeitung auf maximal 10 cm. Und als schwierigster Schritt gilt der Kunstwiesenumbruch. Und wir wollen heute hier mit verschiedenen Maschinen schauen, wie sie den Umbruch auf 10 cm schaffen. Bei den Wendenden haben wir das erste Mal den Pflug auf 20 cm. Dann den Überumpflug auf 10 cm und einen Schälpflug auf maximal 10 cm. Bei den nicht wendenden Maschinen haben wir den Horstgrupper und den Trefflergrupper und zum Schluss den Geohub. Hier sehen wir jetzt das Standardverfahren mit dem Pflug auf 18 bis 20 cm. Mit Vorschäler und wie erwartet liefert die Maschine eigentlich ein sauberes Pflugbild und alle oberflächlichen Rückstände sind gut im Boden eingearbeitet. Hier sehen wir den Überumpflug. Der ist auf 10 cm Tiefe eingestellt und man sieht, dass der Pflug auch bei einer sehr geringen Arbeitstiefe recht ein gutes Bild liefert. Die oberflächliche organische Substanz kann sehr gut eingearbeitet werden. Der Pflug eignet sich für eine flache Bodenbearbeitung, vor allem aufgrund seiner langen, flachen Riester, die auch bei wenig Bodenmaterial eine vollständige Wendung erlauben. Hier sehen wir den Schälpflug von Rumstad. Sehr leichte Maschine, die wir auf nur etwa 8 bis 10 cm einstellen konnten. Und auch die liefert bei sehr geringer Arbeitstiefe recht ein schönes Bild. Die Kunstwiese wird sehr gut eingearbeitet. Beim Schälpflug von Rumstad handelt es sich um eine sehr alte Occasion-Maschine, die der Betriebsleiter eingekauft hat und nach einigen Anpassungen auch für einen Kunstwiesenumbruch einsetzen kann. Die nächste Maschine ist der 3-Punkt-Flügelschargrupper von Horsch. Die Maschine erlaubt Kunstwiesenumbruch in nur einem Durchgang. Dabei wird die Grasnarbe hundertprozentig unterschnitten. Die Spitzen der Schare laufen etwa auf 8 bis 10 cm, während die Flügel nur etwa 4 bis 5 cm tief arbeiten. An diesem Standort mit mittelschweren bis leichten Böden sehen wir, dass die Grasmotten und Erdschollen, die nach einem Durchgang entstehen, schon relativ klein sind und das erlaubt, dass eigentlich die Pflanzenrückstände, die an der Oberfläche liegen, relativ schnell austrocknen. Beim Zognergrupper von Treffler handelt es sich um einen Flachgrupper mit Gänsefußscharen. Ziel dieser Maschine ist es, Kunstwiesen in zwei Durchgängen umzubrechen. Beim ersten Durchgang fährt man auf 2 bis 3 cm Tiefe. Dabei wird die Kunstwiese etwa zu 80% unterschnitten. An einzelnen Stellen bleiben aber Grasbüschel stehen. Der zweite Durchgang erfolgt auf 4 bis 5 cm und dabei wird 100% der Fläche unterschnitten. Der zweite Durchgang erfolgt optimalerweise nach 2 bis 3 Tagen. Hier an dieser Vorführung haben wir den zweiten Durchgang gerade anschliessend durchgeführt. Nach dem zweiten Durchgang ist die Kunstwiese auf 100% der Fläche unterschnitten. Mit dem Geohobel wird die stehende Kunstwiese in einem Durchgang in einer Tiefe von etwa 2 bis 3 cm ganzflächig abgeschält. Das organische Material wird verkleinert und mit Erde gemischt. Die Fräse von Howard mit Winkelmesser ausgestattet, erlaubt ebenfalls eine Einarbeitung der stehenden Kunstwiese in einem Arbeitsgang und schält Grasnarben in einer Tiefe von 2 bis 3 cm in einem Durchgang ab. Zusammenfassend kann man sagen, dass hier heute unter optimalen Bodenbedingungen alle Maschinen die Anforderungen von einem Kunstwiesenumbruch auf 10 cm Tiefe haben können erfüllen. Auf meinem Betrieb sehe ich jetzt, dass sich das Flachpflügen als die kostensparendste, die sicherste und beste Variante von all denen hervorhebt,
auf anderen Böden. Kann unter Umständen der Treffler wiederum die bessere Arbeit machen. Dadurch, dass der Treffler feinere Werkzeuge hat und dadurch noch feiner einstellen kann, kann er noch mehr Feinerden produzieren, schon beim ersten Durchgang. Der Horst hat mehr gröbere Erdklumpen hinterlassen. Die sind nicht schlechter, wenn ich noch Zeit habe, um eine Anbodenbearbeitung zu machen. Aber wenn ich direkt reinsäen will, ist der Horst eindeutig noch nicht ganz so weit wie der Treffler. Der Geohobel hat den Vorteil, dass ich gar nicht mulchen muss. Und das schaue ich als sehr gute Lösung an, wenn man vom ökologischen Standpunkt her, vom Dieselverbrauch und vom Maschinenverbrauch und Arbeitsaufwand her die Sachen anschaut.